Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Agnes Johanna und heute geht es weiter mit der Serie Basics für Anfänger. Und ein Softcover haben wir ja schon gemacht und heute soll es um ein Hardcover gehen. Und das werden wir machen aus einem Buch und das wird dann nachher so aussehen. Ich habe mir dafür hier schon dieses Buch quasi vorbereitet. Und wir werden es mit Stoff beziehen, sozusagen mit Scrapbook-Papier bzw. Designpapier. Und dann kommen da später noch zwei Signaturen rein. Die Signaturen, die machen wir dann im nächsten Video. Ich will mit dir erstmal das Inlay basteln. Und ich habe mir überlegt, wir machen das genauso wie hier, nur halt mit anderem Papier. Und ja, ohne die Spitze, weil die müsste ich extra nähen. Und ich möchte dieses Video schon on Block drehen, weil mir das weniger Arbeit macht mit dem Zusammenschnippeln. Und sonst dauert das alles wieder so lange. Ja, es ist alles so ein bisschen... ich versuche alles zu optimieren für mich, damit ich auch genug, also für mich genug Zeit habe, Videos zu produzieren, so. Denn sonst dauert mir das alles viel zu lang. Die, die meinen Kanal schon länger abonnieren, die wissen das auch. Ich erwähne das auch zwischendurch immer mal wieder, wie zeitaufwendig das ist, so ein Video zu machen. Besonders, wenn man das in Einzelteile schnippelt, dann später zusammenfügt, bis das hochgeladen ist und so. Und ich habe jetzt eine neue Methode für mich gefunden. Das heißt also, ich nehme alles direkt mit dem Handy auf, wie immer. Und ich lade es so, wie es ist. Also ich drehe es einmal nur in das richtige Querformat, weil oft wird es mir in Hochkant angezeigt. Das heißt, ich lade es nur einmal rum, dass ich es umdrehe und dann lade ich es direkt auf YouTube. Das heißt also, alles echt. Ne? Nichts hier Schnickschnack und so. Wenn ich mich verhaspel oder total kacke mache, ja, dann drücke ich auch schon mal auf Stopp und bastel es nachher doch noch am PC zusammen. Ich habe aber festgestellt, wenn ich es am Handy aufnehme, das ist vielleicht auch ein Tipp für diejenigen unter euch, die auch Videos drehen, wenn ich es direkt auf dem Handy aufnehme und so wie es ist, einfach stumpf hochlade, dann dauert dieses ganze Ding, also natürlich, wenn das Video fertig ist, circa 10 Minuten. Dann kommt natürlich noch deine Beschreibung dazu und diese ganzen Sachen. Also ich sag mal, du investierst ungefähr eine halbe Stunde in dieses Video, um es hochzuladen und die Beschreibung einzufügen und das alles. Wenn ich das schnippel, dann brauche ich erstmal das von meinem Handy auf meinen PC laden. Das dauert manchmal so, ich sag mal, 10 Minuten. Dann bearbeite ich das ganze Ding, füge es also zusammen, je nachdem aus wie vielen Teilen das besteht. Und teilweise dauert es bei mir hier bis zu 2 Stunden, bis da dieses Video komplett neu gedreht und aneinander gestückelt dann als Datei abspeichert. Und dann braucht da noch ungefähr 40 Minuten, um es bei YouTube hochzuladen, wenn ich es vom PC aus mache. Also nur mal so ein Tipp am Rande, nicht? Für die, die es interessiert, dann wisst ihr mal so auch, für die, die es vielleicht selber jetzt nicht machen mit YouTube oder so, dann wisst ihr mal, was da so für Unterschiede sind. Und da ich ja wirklich nur eine begrenzte Kapazität habe und weiterhin 3 Videos die Woche drehen möchte, muss ich mich ein bisschen optimieren. So, also, wir machen heute das Hardcover und... wie gesagt, letztes Mal Softcover, das hatten wir auf so einem Amazon-Package da gemacht, aus diesen, na wie heißen die Dinger, diese Versandtaschen, und heute nehmen wir ein Buch. Dieses Buch ist kleiner als A5, das heißt, ich werde von meinem Designpapier ein bisschen mehr abschneiden müssen, aber das ist nicht schlimm. Und du kannst es bei den Büchern folgendermaßen machen, du kannst es so lassen, wie es ist, so wie es jetzt ist, und nur verstärken, das würde ich dir immer empfehlen, immer hier gleich verstärken, das machen wir gleich zusammen. Oder du schneidest auch diese Klappen ab und machst hier einen ganz neuen Rücken. Das bedeutet, du kannst das auch verbreitern, wenn du möchtest. Wie du dann den Rücken machst, das kannst du in dem anderen Video, wo ich das Softcover mache, kannst du das auch nochmal sehen, wie ich die Einzelteile zusammenfüge. Aber das ist nichts Kompliziertes, das kriegst du auf jeden Fall hin. Falls du dir doch noch unsicher bist, ich verlinke es dir mal hier, dann kannst du nochmal zurück in der Serie zum Teil 2. Da basteln wir nämlich das andere Cover aus Einzelteilen. Also hier haben wir schon quasi ein fertiges Teil und ich habe mir überlegt, ich verkleide das mit Stoff und mit Designpapier, hatte ich ja schon gesagt, und ich hatte mir auch hier schon Stoff zurechtgeschnitten. Ich habe aber festgestellt, das ist ein bisschen, das wirkt auf mich ein bisschen schief, ich werde das wohl noch ein bisschen justieren müssen. Also musst du natürlich nicht, Junk ist Junk Journal und also Junk Journal heißt für mich, das ist meine Interpretation der ganzen Sache, du nimmst dafür gebrauchte Dinge, die du hast. In erster Linie möglichst, ja, weil es soll ja, ich sag mal, so günstig wie möglich sein. Aber ich bin Typ, ich mische unheimlich viel Neues dabei. Das muss ich ja zugeben. Und du musst aber beim Junk Journal nicht akkurat 100% arbeiten. Also das Einzige, was du beachten musst, sind zum Beispiel
solche Dinge, dass du zum Beispiel hier, also du merkst es hier, so wie sich das bewegt, dass das nicht direkt anliegt, Pappe an Pappe, sondern immer ein Lückchen gibt. Ja, das ist also etwas, da musst du immer drauf achten. Das ist auch beim Junk Journal wichtig, sonst kannst du es nachher nicht vernünftig auf und zuklappen, zum Beispiel. Und je nachdem, ob dich das stört oder nicht, musst du dann nachher auch die Seiten schnippeln und sowas, ob das nun gerade abschließen soll oder ob du es auch magst, wenn einfach so die Seiten rausgucken. Das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Aber ich möchte jetzt, es soll nicht perfekt sein, aber schon ein bisschen, also wenn ich das jetzt hier mal so anlege, sagen wir mal hier zwischen diese Dinger hier, dann sieht man schon, dass das so ein bisschen leicht, naja, wie soll ich sagen, schief ist. Ich werde das jetzt auch nicht unbedingt mit dem Lineal machen, sondern ich werde gucken, dass ich das so Pi mal Auge ein bisschen gerader mache. Und zwar ist es hier so ein bisschen, geht es mir so ein bisschen zu weit nach außen. Das heißt, ich werde hier versuchen, es mit Augenmaß ein bisschen anzugleichen. Und ich glaube, dass das so tatsächlich auch schon reicht. Ja, so gefällt mir das ganz gut. So. Was immer schön ist aus der Praxis heraus, mach dir ein kleines Kartönchen, wo du deinen ganzen Müll reinballerst. Am Tisch am besten. Für mich ist das immer ganz toll, steht hier hinten so in der Ecke bei mir und da ballere ich dann alle diese Kleinteile rein und nachher nehme ich mir dieses Kästchen und gucke durch, sind da noch vielleicht Reste, die man tatsächlich noch benutzen möchte oder kann das alles dann weg in den Müll. Und wenn ich da Gemischtes rein tue wie Folien und Pappe, dann nehme ich die Folien dann einmal raus und packe die weg und dann damit in der Pappe keine Folie ist, ne, wenn ich das nachher wegschmeiße. Das ist aber nur so ein kleiner Doing-Ding, bumm, du weißt schon, hier so nebenbei Tipp. Für den Alltagsbastler. So, wir werden das jetzt hier gleich einschlagen. Und bevor wir das machen, werde ich diese Seiten hier, was ich gerade gesagt habe, verstärken. Und dafür reicht ganz normales so ein Tape. Da kannst du Malerkrepp für nehmen, da kannst du auch so ein Packpapier-Tape nehmen. Das ist ganz egal, was du dafür nimmst. Es geht nur darum, dass diese Dinger, weil die sind schon sehr labberig, dass die so ein bisschen mehr Stabilität bekommen. Und wie oft du das da drum wickelst, ist auch Geschmackssache. Ich mache es meistens so, dass ich das zweimal mache. Also einmal quasi rum. So. Und dann hier so noch einmal drüber. Und auf der anderen Seite mache ich dann schon das Ende. So. Aber wie gesagt, das ist auch so eine Gefühlssache, wie du meinst, dass das gut ist. Einmal finde ich es für mich persönlich, ich finde es ein bisschen zu wenig. Ich finde es zweimal schöner, besser. So. Und das kann auch hier gerne überlappen. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. So, und dann machen wir das erstmal ein bisschen stabiler. Falten wirft das manchmal auch. Ist nicht schlimm, mach sie einfach glatt. Das darf gerne sein. Alle, die unter euch wirklich auch trotzdem akkurat perfekt basteln möchten, ihre Journals, ihre Junk Journals, ist überhaupt gar kein Problem. Ne? Fühlt euch da jetzt nicht irgendwie bedrängt, dass alles schief und krumm sein muss. Ihr dürft euch da gerne, wenn ihr das lieber perfekter mögt, natürlich dürft ihr das dann auch perfekt gestalten. So, was immer gut ist, ist ja dieses hier, damit wir hier noch so ein bisschen das Ganze ein bisschen richtig dran machen. Dass diese Kante nachher auch beim Nutzen dann wirklich auch gut ist. So, was ich schön finde an diesem Buch, was ich jetzt hier speziell habe, ist, dass das schon so ein bisschen alt ist, ne? Und die Kanten auch schon so ein bisschen wie eingefärbt. Und naja, theoretisch würde das jetzt auch schon reichen, ne? Du könntest also jetzt dieses Buch im Prinzip auch schon vernähen und fertig. Finde ich jetzt aber nicht so schön. Also, wir mögen es ja hübsch und basteln auch gern, also werden wir das natürlich verkleiden. So, jetzt habe ich ja diesen Stoff hier gewählt. Ich werde gucken, das Schöne ist, dass das jetzt auch hier sehe ich so ein bisschen, dass ich das so bündig habe, dass dieses Klebezeug darunter verschwindet. Dann klappe ich das hier einmal um und gucke. Das wird hier nicht ganz abschließen. Das heißt also, ich werde das hier noch begradigen, so ein ganz kleines Fisselchen, damit das nachher besser aneinander passt. Ein bisschen gerader. Und jetzt werde ich das gleich einkleistern mit Textilkleister. Da nehme ich auch, also ich habe Textilkleister nichts Spezielles. Ich nehme dafür einfach den aus dem Action, den es da gibt. Und ich denke, in diesen ganzen Euroläden wird es auch was Vergleichbares geben. Und
So, das ist die Kante, die kann man nachher schön so zusammenstoßen lassen. Das klappt eigentlich ganz gut. Den Stoff, den habe ich, das sind Reste, wirklich aus der Restetruhe aus so einem Stoffladen. Es gibt hier in der Nähe so einen Stoffladen und die haben da immer so Restekisten und dann findet man dort allerhand Stoffe, so Reste, ne? So immer so einen Quadratmeter vielleicht oder einen halben Quadratmeter Stoffe. Und die nehme ich unheimlich gerne jetzt hier für das Junk Journal verkleiden. Also das sind, ich sag mal so, gebrauchte Teile, Reste, aber halt eben nicht von mir, die muss ich also auch kaufen, ne? Geschenkt kriegt man die auch nicht, aber die haben echt einen Spottpreis, zumindest bei uns in dem Laden. Okay, so werde ich das jetzt einmal hier einkleistern. Das ist normaler Tacky-Glue, deswegen nehme ich am liebsten Textilkleber. Der ist ganz gut. So, und dann verteile ich den groß hier, großzügig sozusagen, damit das nachher gut klebt. Was du auch machen kannst, ist zum Beispiel, dass du erst mit Designpapier verkleidest dein Buchrücken und erst danach den Stoff klebst. So, nicht das Papier, sondern den Stoff. Ich mache das aber gerne andersrum. Also ich lasse gerne den Stoff dann unter dem Designpapier verschwinden. Aber das ist, wie gesagt, ist auch Geschmackssache, ne? Also das kann man auch andersrum machen. Also ein wirkliches Falsch gibt es eigentlich nicht. Ist ja alles erlaubt. So. Ziehen wir jetzt mal hier schön runter, machen das schön glatt. Dann machen wir das hier auch. Das ist eigentlich ein recht schönes Cover. Ich sag mal, das ist recht sauber gearbeitet. Also da kann man echt sauber arbeiten. Man schmiert sich auch nicht so heftig ein, wie ich finde. Was ich festgestellt habe, ich habe schon mal mit dünnerem, mit so Baumwollstoff gearbeitet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich nehme jetzt lieber so dickeres, so Wildlederimitate oder so, so ledrige Sachen oder sowas, weil der andere Stoff, da ist mit dieser komplette Kleber so richtig durchgesifft und das war nachher echt nicht schön. So, und jetzt muss man das natürlich so ein bisschen schon in dieser Knickkante hier richtig anpassen, ne? Das machst du am besten, indem du das halt schon knickst, damit nachher das Buch dann auch passt. Also das ist so ein bisschen tricky, ne? Ich mache das hier einfach jetzt in die Kante rein und der Rest muss dann halt eben so trocknen, wie er trocknet. So ein bisschen glatt streichen, ne? Und dann ist das auch schick. So, und hier wird man ja nachher die Signaturnähte sehen, ne? Die werden dann hier rausgucken. Das hatten wir ja schon hier bei dem Buch. Und das Schöne ist, du kannst hier dann auch schon solche Sachen wie Perlen einarbeiten, wenn du das möchtest. Oder hier ein Gebamsel schon draus machen, was fest am Cover ist. Dieses Buch ist noch nicht 100% fertig. Ich werde das hier also auch noch erweitern. Und das wird es auch in meinem Shop geben. Also das wird ein Verkaufsjournal sein. Und dieses hier weiß ich noch nicht. Mal gucken. Wenn es meinen Ansprüchen genügt für ein Junk Journal, dann geht das vielleicht, wandert das vielleicht auch in den Shop. Mal schauen. So. Ja, das ist hier echt ein bisschen nicht ganz so flexibel. Da muss man halt gucken, ne? Dass man, wenn man es auf und zuklappt, dass das dann richtig auch sich anpasst. Also, so. Du brauchst aber keine Angst haben, weil das nachher ja noch festgenäht wird und zwar mit dem Cover vernäht wird. Es ist auch nicht schlimm, wenn sich dann hier mal gerade so ein Buckel bildet und das klebt ja nachher eh fest. Also, keine Sorge, das wird schon passen. Ja, das ist halt eben das mit diesen Stoffen. Das ist echt schwierig, weil die sind nur bedingt flexibel. So. Aber im Prinzip ist das erstmal soweit gut und jetzt werden wir anfangen. So. Ja, siehst du es ja, ne? Also da muss ein bisschen Luft bleiben, damit sich das nachher schön geschmeidig öffnet und schließt. So ein bisschen bleibt da, wenn es so ist, an Stoff. So. Okay, so, dann kommen wir zum Designpapier. Ich werde jetzt einmal das hier einmal sauber machen. Das war ja nicht so verklebt und das schließen. So. Und dann schnappe ich mir, ich habe gerade überlegt, welches hier am besten nehme. Ich weiß noch nicht, wie ich es verklebe, weil ich habe festgestellt, je nach Papier, was ich nutze, ich habe jetzt ein ganz neues Papier bedruckt, denn ich benutze heute
Als kleine Überraschung, mein neues Designpapier. Und das wird es erst, also das stelle ich erst komplett vor im Shop-Update im Februar. Also Mitte Februar kommt das Shop-Update. Und zwar, was hatte ich da angeraumt? Am 15. Februar, wieso steht da 16.? Keine Ahnung. Also 15. Februar soll eigentlich das Shop-Update kommen. Und da stelle ich auch noch Sachen insgesamt aus dem Sortiment noch vor, was ich noch gar nicht geschafft hatte. Hatte ich eigentlich schon zu Weihnachten vor, aber es hat irgendwie, ist alles so die Zeit, weg war sie. Und ich habe ja jetzt mir vorgenommen, immer bevor ein Quartal beziehungsweise eine Jahreszeit anfängt, werde ich vorher ein Shop-Update machen, die Produkte dann online stellen, dass, wenn du etwas basteln möchtest in der Zukunft, dass du dann auch schon auf alles zugreifen kannst. Mal gucken, ob mir das dieses Jahr gelingt. Das ist also ein Focus-Point, wie es bei mir gehen soll. Und jeden dritten Monat gibt es dann ein größeres Shop-Update, wo die ganzen Produkte, die ich dann auch schon eingestellt habe und so weiter, wo es die dann nochmal einmal zum Vorstellen gibt, dass du dir das genau angucken kannst, was es da überhaupt alle gibt. Und dann auch als Video in echt so. Das ist so ein bisschen griffiger, als wenn man nur Fotos guckt und so ein Mini-Video. Ich kann da nur immer so ein 15-Sekunden-Video hochladen, das ist nicht gerade viel. Aber dann kann man sich das besser vorstellen. Ich werde natürlich auch mit den Sachen dann arbeiten, dass du dann, das weißt. So, Digitalpapier, genau. Also Digitalpapier, für die, die es noch nicht kennen. Ich selber mache ja Digitalpapier, also ich entwerfe welches und kommt das in meinen Online-Shop und dann kannst du dir das zu Hause quasi ausdrucken. Und zwar auf Papier, wie du das willst. Und ich möchte dir heute mal noch kurz was zeigen. Und zwar habe ich mir jetzt was ganz Besonderes ausgedacht für dieses Buch. Und zwar das hier. Das ist mein Papier Roses and Anemones. Ich habe das auf Englisch, weil ich Etsy-mäßig auch ins Ausland verkaufe, damit das so für alle klar ist, worum es geht. Ist mein Etsy-Shop doch ein bisschen gedenglischt. Also nicht wundern. Und ja, das ist hier diese Serie und das ist eins von diesen Papieren und ich habe das zum Vergleich mal hier ausgedruckt auf zwei verschiedenen Papieren. Und der Vorteil von diesen Digitalsachen ist, du kannst dir genau das Papier ausdrucken, was du gerade brauchst. Das heißt, du brauchst da nichts verschwenden. Wenn dir zum Beispiel irgendeine Seite nicht ganz so zusagt oder du mehr von einer Seite brauchst, ne, dann kannst du da selber gucken, wie du dir das dann ausdruckst. Und du siehst hier, das ist auf glattem, so richtig satiniertem, schönen Papier. Das ist so smoothie, ja, also schön zum Anfassen, so ganz tolles Papier. Auf rein weiß gedruckt. Ja, so sieht das zum Beispiel dann aus. Und das ist jetzt auch nur einseitig bedruckt, weil ich das nachher dann noch verarbeiten und bekleben werde. Und dann habe ich mir besorgt, und zwar Aquarellpapier. Baumwoll-Aquarellpapier in 200 Grammatur. Und das habe ich auch bedruckt. Und das sieht jetzt so toll aus. Und das Schöne ist, es hat hier auf der Seite eine Struktur. Das sieht man, glaube ich, kaum auf dem Video. Aber es ist einfach total schön anzufassen, weil es matt ist. Also das ist ja eher dann so glänzend, wenn das so glatt das ist so ein bisschen wie satiniert einfach, ne? So wie Satin fühlt sich das an. Und ja, du kannst im Prinzip Papier wählen, wie du magst. Und ich habe hier auch diese Ephemeras, die ich dazu habe. Das Set, das ist, oder die Fuzzy Cut Sticker, die kommen ja mit dem Ephemera Set als Bonus dabei. Die habe ich auch alle auf diesem Aquarellpapier gedruckt und du siehst es, es sieht einfach total klasse aus. Ne? Also, und es fühlt sich auch schon so shabby schick an. Es ist richtig geil. So, aber dazu dann später mehr. Beziehungsweise dann im Shop-Update. Oder du guckst dann selber schon mal in den Shop, da kannst du dann die einzelnen Bilder sehen. Da sind alle Seiten, die es da in dem Set gibt, einmal abgedruckt. Das habe ich auch nur einseitig logischerweise bedruckt, weil ich brauche das ja nur für hier. Und zwar möchte ich davon hier einmal das Frontcover machen und hier das Hinterstück. Und da werde ich jetzt aber ein bisschen genauer messen, weil ich möchte von dem Schriftzug eigentlich alles da drauf haben. Und wenn ich jetzt hier gucke, wenn ich das hier so anlege, dann kann ich also von hier an so ungefähr schneiden. Das ist... Ja, das passt so ungefähr. So, dann holen wir uns mal, damit es ein bisschen gerade wird, meine Schneidemaschine hier raus. So, und jetzt gucke ich einmal. Jetzt muss ich gerade gucken. Also mein Drucker, der macht ja immer diesen Rand. Ne? Wenn deiner das nicht macht, hast du das Problem nicht. Aber ich habe das Problem. Oder was heißt Problem? Mittlerweile ist das ja auch, habe ich mich so ein bisschen dran gewöhnt, dass er das macht. Ich überlege gerade, ob ich das mit dem Rand einfach da drauf klebe. Nee, das wird mir zu groß. Ich mache den Rand also komplett ab, weil das Cover, das ist ja wie gesagt kleiner als A5. Das heißt, ich kann hier ruhig auch den Rand mit abschneiden. Na komm her. Das wälzt sich noch so ein bisschen vom Druck, weil der Laser, der wird ja recht heiß, der,
Ja, Laserdrucker, der macht das ja mit diesem Pulver und Hitze und dann wälzt sich das Papier immer so leicht. Ist aber dann, wenn du einen Tintenstrahldrucker hast, wird das sicherlich anders sein. So, mal gerade gucken, ich will das schön snibbeln hier. Ja, eigentlich ist ja mein Wunsch, aber da möchte ich jetzt auch ehrlich gesagt kein Geld mehr investieren. Wäre es schön, wenn ich einen Drucker finde, der die Funktion hat, mir das bis zum Schluss zu drucken. Dann hätte ich ein bisschen ein größeres Designpapier. Also jetzt nur minimal, aber es wäre zumindest bis zum Anschlag auch ausgedruckt. Naja, aber man kann nicht alles haben. Deswegen, ich bin ja recht zufrieden mit meinem Drucker. Wir wollen uns mal nicht beschweren. So, jetzt habe ich dann dieses Papier. Jetzt muss ich einmal hier gucken. Das Cover ist ungefähr bei, wenn das jetzt hier so die Schnittkante ist, das wird ein bisschen weniger. Das heißt, ich lege die mal hier so an. Das wäre dann bei 13 etwa. Ich gucke mal gerade. Wenn ich bei 13 schneide, was muss ich denn da jetzt anlegen? So muss ich es natürlich anlegen, wenn ich die Front haben möchte. Und ich überlege gerade, wie viel dann hier übrig bleibt. Sind das dann wohl auch genug? Ich glaube ja. Ein A4-Blatt hat in der Länge, Agnes muss nachdenken. Und zwar hat das, wie viel hat das denn insgesamt? Ich kann das doch messen. 29 jetzt nur noch. Normalerweise hat es 29,7, glaube ich. Aber ich habe jetzt die Ränder abgeschnibbelt. 29, die Hälfte ist, jetzt bloß nicht blamieren, 14,5. Das heißt, wenn ich hier 13 abmache, dann passt das. Dann kann ich Front und Rückseite aus einem Blatt jetzt hier basteln. Das ist doch wunderbar. Vielleicht nehme ich sogar, was hatte ich gesagt, 14,5. Und das wäre hier, machen wir mal 13,5. Ach so, natürlich mache ich 13,5. Wisst ihr auch warum? Ich muss gucken, 13 wird knapp mit der Schrift. Ich mache 13,5. So, perfekt. Oh, ist das schön. Oh, ich feiere das so, ne? Es ist echt, es ist, wenn man selber, vielleicht bist du ja auch selber so ein Creator, wenn du selber sowas machst, ne? Das ist echt jedes Mal so ein richtiges, also es ist nicht schon, es ist schon alleine ein Vergnügen, es überhaupt zu kreieren. Und wenn man das dann fertig in der Hand hat und daraus dann noch was bastelt, das ist einfach, oh, ich kann gar nicht sagen, wie geil das ist. So, Tim. Falls du dich fragst, was daran ich selber designt habe, also es gibt immer Grafiken, die man kaufen kann, wo man auch Lizenzen verkaufen kann und so weiter. Da muss man halt eben ein bisschen gucken, ob das auch digital nutzbar ist, weil häufig ist es so, dass du damit nur physische Produkte machen kannst. Aber mein Hauptelement sind diese Blumen und die habe ich natürlich selber, also die habe ich komplett selber gemalt. Das sind meine Blumen, ne? Das ist hier Agnes-Style. Und da das das Hauptelement ist und der Rest einfach nur als Hintergrund dient im Prinzip, ist das halt ja kein Problem, dann sowas selber zu gestalten. So, und hier kommt also das Papier drauf. Oh, ist das geil. So, jetzt muss ich überlegen. Es ist Aquarellpapier. Das heißt, ich werde da wahrscheinlich mit so einem normalen, schönen Papierkleber, so Tiki-Glue-mäßig, werde ich da arbeiten können. Das wird auch nicht zu feucht oder sowas, weil da muss man auch ein bisschen aufpassen. Wenn man zu dünnes Papier hat, dann wält das mal ganz schnell. Nehme ich eigentlich auf? Ich glaube ja. Ja, tue ich. Manchmal muss ich dann ja doch, ich bin dann so im Huh, ne? Kann man sowas schon mal schnell vergessen. So, was nehme ich denn jetzt? Nehme ich das Tacky Glue? Ich muss echt, weil was du auch machen kannst, ist, wenn du dein Papier ein bisschen dünner hast, dass du Klebestreifen nimmst. Und zwar diese hier, die hatte ich auch schon mal vorgestellt, ne? Diese Dinger. Die kleben nämlich echt Bombe und dann wälzt sich das Papier auch nicht. Das bleibt dann schön. Aber hier kann ich das eigentlich schon machen. Muss ich gerade nur gucken. Ich habe nur so eine kleine Tülle und hier ist auch nicht mehr so viel drin. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwo einen neueren habe, weil das wird mir sonst zu anstrengend. Da, ich habe sogar noch einen. Na, guck mal einer an. Den hier stelle ich schon mal auf den Kopf. Für später. Und ich habe ja noch diesen hier. Der ist auch ganz toll. Das Problem ist nur, dass der so schwierig da. Also der ist super für die Kanten, damit das nicht so raus sifft. Weil der hier, den habe ich von Ines, den, also Herzempfehlung, ne? Ines Shop, wisst ihr ja.
Also die, die mir länger folgen, wissen das. Die anderen, falls sie sich jetzt wieder fragen, wer Ines ist. Ines hat ja auch einen Kanal, Papier und Feder. Und die habe ich immer unten verlinkt, bei mir auch unter den Videos, weil da beziehe ich sehr viel meiner schönen Dinge, die ich so habe. Wenn es nicht gerade Amazon ist, dann ist es Ines. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ist das Ding verstopft? Da müssen wir wohl nochmal mit einer Nadel dran. Ich habe es bestimmt wieder offen stehen lassen irgendwann mal. Den ollen Kleber. So, der ist halt ein bisschen fester, da kann man so ein bisschen präziser arbeiten an den Kanten. Ja, irgendwie scheint da so ein Stückchen eingetrocknet zu sein, was mir hier so ein bisschen verstopft. Gut, jetzt werde ich wohl doch mal mit der Hand da dran gehen, weil ich will das ja vernünftig verteilen und auch vor allem bis zum Rand arbeiten. Damit das schön abschließt und nachher nicht absteht. Ah, das gibt's doch nicht. So. Okay. So, dann machen wir einmal hier den Tacky-Glue. Der ist, wie gesagt, in der, siehst du ja schon, der ist also viel dingsiger. Der dingsiger ist ja. Ich hole mir mal gerade einen Pinsel. Auch immer einen schönen Tipp, nicht? Wenn man sowas hat, dann kann man auch immer einen Pinsel nehmen, um das ein bisschen schneller und gleichmäßiger zu verteilen. Das ist halt... Was natürlich auch geht, ist Kleister oder Leim. Alles, was so Papier klebt, ne? Kannst du nehmen. Aber wie gesagt, nicht vergessen, wenn du dünnes Papier hast, nicht zu flüssig arbeiten. So, das wird jetzt gut halten, denke ich. So, und dann werden wir das Ganze einmal umdrehen. Und dann schön hier auf die Ecke packen. Schön hier am Rand justieren. Und das, was ich so richtig cool finde an alten Büchern, ist die Tatsache, dass die Ecken und Kanten schon so dunkel sind, schon so vintage sind, dass man da eigentlich nicht mehr viel machen muss. Oh, ich liebe es. Es war die geilste Idee überhaupt, Aquarellpapier zu kaufen und das zu bedrucken. Also, Geheimtipp an dieser Stelle. Ich werde das Papier, was ich dafür nehme, ich werde dir das verlinken. Ich weiß natürlich nicht, also ich habe es jetzt mit dem Laserdrucker bedruckt. Ich habe keine Ahnung, wie sich das verhält mit Tintenstrahldruckern. Das kann ich dir leider nicht sagen. Aber für alle die, die Bock auf so ein Papier haben und auch einen Laserdrucker haben, verlinke ich mal das Papier unten. Das kann man natürlich auch zum Aquarellmalen nehmen. Ne? Das ist ganz normales Aquarellpapier. 200er Grammatur. Perfekt. Gott, ist das schön. Ich überlege schon, ob ich das nicht auch mal anbiete in meinem Shop als fertiges Papier. Da wäre es natürlich schön, wenn ich eine Rückmeldung von euch bekomme. Ob das überhaupt einen interessiert. Vielleicht werde ich das in meinen Shop packen als On-Demand. Das heißt, nur wenn eine Bestellung kommt, werde ich es dann auch fertig machen. Das wäre vielleicht auch noch eine Maßnahme. Da müsstet ihr dann aber länger drauf warten. Weil ich kann in meiner Nachtschichtwoche mache ich nichts hier. Weil das schaffe ich einfach nicht. Da muss ich schlafen und mich nachmittags ums Kind kümmern und alles. Und ne, Familie habe ich ja auch, also das ist dann nicht so möglich. Aber wer geduldig ist, der soll auch belohnt werden. Ich denke, ich werde das mal ins Auge fassen vielleicht. So, dann machen wir das hier auf die Rückseite. Und jetzt muss ich gleich mal gucken, was ich denn innen verbaue, weil da möchte ich ja eigentlich auch was machen. Und so wie es aussieht, habe ich jetzt doch das Problem, dass ich hier dieses Video gleich einmal stoppen muss, um noch eine Seite auszudrucken, weil ich gar nicht weiß, ob ich jetzt noch eine passende Seite ausgedruckt habe oder nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich erinnere mich nicht. Ich scholze jetzt auch. Ja, ist ansteckend so. So. Eieieiei. So, komm her, du alte Stiggy-Glü. Zick. So, jetzt schön aufpassen. Ne? Damit ich nicht das mache, was ich so gerne mache, falsch rum aufkleben. So, also, das ist oben und unten, das passt. So, einmal schön umdrehen und dann hier schön auf die Ecke packen. Und dann wird angedrückt.
Wow. Ohne Mist. Ich bin wirklich verliebt. Diese Kombination, mein Digipapier auf diesem Aquarellpapier, ich bin einfach nur wow. Wow, 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 wow. Völligst gaga bin ich jetzt. So. Okay. Das darf jetzt einmal kurz trocknen. Allzu lange muss man da aber auch nicht warten. Wenn man guten Kleber hat, dann geht das relativ fix. Und jetzt gucke ich einmal hier durch, weil ich habe jetzt tatsächlich jetzt mal so kurzerhand mich entschlossen, das nicht mit dem glatten Papier zu machen. Das sind jetzt alle Seiten, die werde ich dann als Signaturen vielleicht auch noch machen. Ja, ich denke schon. Und das sind die Fuzzy Cuts. Jetzt muss ich einmal gucken, was habe ich hier? Das sind die ganzen Ephemera. Habe ich denn dazwischen noch irgendwo eine Seite Designpapier gemacht? Ich glaube nicht. Nein, leider nicht. Gut, macht nichts. Dann werde ich dieses, weil ich will dieses Buch tatsächlich mit diesem Aquarellpapier machen. Das heißt also, ich werde jetzt doch einmal auf Pause drücken und, Mist, es hat nicht geklappt on Block. Wir sehen uns aber gleich wieder und für dich soll es on Block laufen. Also bis gleich. Also, ich habe mir jetzt ein Blatt ausgedruckt. Das ist ein bisschen schlichter. Das hat hier oben so eine Spitze und da kommen auch die Blumen so in Reihe vor. Und das werde ich jetzt auf die Innenseite machen. Und ich habe das deswegen gewählt, weil ich wollte ja hier an der Seite noch diese Klappen machen. Und die werde ich aus einem anderen Stück noch machen. Die werde ich also dann hinzufügen. Also das bedeutet jetzt, ich werde mir das auch nochmal zurechtschneiden. Und ich nehme die gleiche Zahl, die ich vorher auch hatte, 13,5. Das hat ja ganz gut gepasst. Und das schneiden wir dann jetzt einmal hier zusammen gerade ab. So, einen größeren Pinsel habe ich mir auch besorgt. Und was ich mir auch besorgt habe, ist ein bisschen Wasser, damit ich den Pinsel da rein tun kann, um das Tacky Glue ein bisschen besser verstreifbar zu machen. Das ist also manchmal auch nicht schlecht. Das kannst du natürlich, Tacky Glue kann man auch gut verdünnen, wenn einem das ein bisschen zu dick ist. Geht also auch. Und was ich natürlich vergessen habe, also ich bin ja manchmal auch ein Horst, ne? Ich habe hinten natürlich auch noch Buchbinderleim stehen. Es gibt also extra Buchbindeleim. Wenn man wirklich schwierige Sachen hat und das so richtig gut verleimen möchte, dann ist der auf jeden Fall 100 Pro dafür gedacht. Also ist richtiger dann Buchleim sozusagen. Da kann man also nichts verkehrt mit machen. Den mache ich auch gerne so mit dem Tucken, mache ich mir dann fertig so eine Mische. Auch mit einem Tückchen Wasser, weil der ist auch sehr, sehr zäh. Und den verteile ich dann auch immer mit einem Pinsel. So. Und die Dinger halten auch wirklich Bombe, ne? Also zum Bücherbinden, diese Leimgeschichten, die sind echt richtig gut auch. So, dann haben wir das hier schon mal fein geschnippelt. Und jetzt gucken wir mal, was hatten wir gesagt? 13,5. Da schneiden wir jetzt das erste Stück ab. Und dann auch das zweite Stück. Und zwar, weil so den dünnen Streifen kann man dann später auch noch nutzen. Also den muss man nicht unbedingt wegtun, ne? Den kann man später noch benutzen. Also gerade, wenn da noch so ein bisschen Design drauf ist, ist das eigentlich ganz fein. Habe ich mir jetzt also beides mal aufgehoben. Kann man auch noch aus den Resten was machen. So, okay. Dann haben wir uns jetzt einmal die Seiten zurechtgeschnibbelt. Hier wäre es jetzt auch egal. für die Schluffis unter euch, so wie mich, wie rum man das dann klebt, ne? Aber ich möchte gerne, dass man von dem hier ein bisschen mehr sieht. Ich hatte nämlich erst auch überlegt, ob ich hier einen Bock habe. Aber nee, das ist eigentlich egal. Das ist jetzt Geschmackssache, ob man die Spitze unten haben möchte oder oben. Ich finde es ja fast so rum schöner. Ich denke, ich werde das auch so machen. So rum werde ich das jetzt einbauen. Okay, das ist das eine. Und das andere werde ich auch so rum machen. Das gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Und dann habe ich... Ja, jetzt sind wir schon fast durch. Genau. So, einmal ein bisschen mit dem hier dran. Ich habe ja die Zeit genutzt und mir noch einen Kaffee gemacht. So. Einmal schön drumherum. Der kommt auch immer, ja, fast immer gleich dick hier raus, wenn man das gut macht. Dann kann man das echt noch fein verteilen. So. Und dann kommt jetzt der etwas flüssigere und Dings, der Tacky Glue. Der flüssigere noch dabei. Es sind beides Tacky Glues. Warum das Tacky heißt, weiß ich nicht. Ich glaube, Tacky heißt, wenn etwas, wie nennt man das? Haftet. Sowas in der Art. Das heißt, glaube ich,
Tacky, das ist also Haftkleber. Was ja im Junk Journal ganz viel ist, schon alleine das Wort Junk Journal ist ja im Prinzip Mülljournal oder Abfalljournal oder wie auch immer man das dann übersetzen möchte. Es ist bei diesem Hobby tatsächlich so, weil das halt auch aus Amerika, glaube ich, kommt so ursprünglich. Also wahrscheinlich die Idee nicht. Also ganz ehrlich, ich denke mal, jeder hat schon mal aus Müll irgendwie Recycling-Sachen gemacht oder mal was Neues gebastelt. So ein Upcycling ist das ja im Prinzip. Das ist vielleicht nicht, aber dieses spezielle Junk Journal mit den ganzen Begriffen, das ist schon sehr englisch angehaucht und ja, es ist so ein bisschen wie diese Fachsprache, die man hier benutzt. Ne? Ich versuche zwischendurch auch immer, wenn ich dran denke, vielleicht auch mal den deutschen Begriff dazu zu benennen, auch immer mal wieder. Also es wiederholt sich teilweise auch, was ich sage, weil nicht jeder jedes Video natürlich auch guckt und deswegen, also ich gebe mir schon Mühe, dass man versteht, was ich sage. Und ja, ich habe zum Beispiel am Anfang keine Ahnung gehabt, wieso denn Techie Glue. Ich bin quasi jetzt beim Machen drauf gekommen, dass Techie doch eigentlich Haftung heißt oder sowas in der Art. Ja, also durch, ja, weiß ich auch nicht. Und deswegen heißt das wohl so, weil es hätte ja auch einfach Glue heißen können, ne? Oder Paper Glue oder sowas, was weiß ich. Also frag mich nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht ist da einer ja von euch schlauer als ich und kann das mal in den Kommentaren vielleicht genauer erklären. Ist aber eigentlich auch völlig unwichtig. Sorry, also ich laber manchmal auch einfach nur dummes Zeug vor mich hin. Um einfach mal irgendwas zu labern und nicht so völlig still ja, hier so vor mich hin zu basteln. So ein bisschen, ein ganz bisschen den Pinsel in Wasser. Also wirklich nur ganz gut abstreifen mache ich hier, weil ich möchte das auch nicht komplett verwässern. Aber so lässt sich das hier mittig besser verstreichen. Also das ist die Methode, gefällt mir auch ganz gut. So, und dann kann ich den Pinsel auch immer wieder reintun, damit er mir erst gar nicht Vollkleister nachher vollkleistet. Also dass man das nachher besser entfernen kann auch alles und sauber machen kann. Bei solchen Sachen wie Acryl und Kleber, da bin ich doch recht schnell mit dem Saubermachen, bevor mir das nachher alles kaputt geht. So. Aber es klappt ganz gut, wie ich finde. Es klebt Bombe. Also hier reicht da auch nur ein bisschen drüber streichen. Ne? Und dann ist das schon schick. So, schau dir das mal an. Wenn das mal kein geiles Buch ist. Ne? Und es endet auch genau passend hier mit dem Knick. Diese Innenseiten. Das ist schon ganz super. Wenn die nachher dann so schön drin sind. So, was du jetzt machen kannst. Klar, was du auch hättest machen können, das hatte ich schon in einem anderen Video erwähnt, du hättest hier jetzt einen Verschluss reinbauen können und so weiter. Ne? Also dann unter das Papier noch quasi die Verschlüsse mit reinbauen, habe ich jetzt nicht gemacht. Das ist ja so ein ganz einfaches Cover und das ist einfach ein Buch, was einfach ein Buch ist. Also ohne Verschluss, ohne Schnickschnack. Ne? Verdammt, sieht so gut aus. Ich bin sowas von verliebt in dieses Ding jetzt gerade. Ich weiß nicht, also sorry, wenn ich mich gerade so für mein Papier so lobe. Ne? Aber es ist schön. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist echt schön und ich bin wirklich stolz darauf. Ein bisschen bin ich auch stolz darauf, doch, dass es mir so gut gelungen ist. Ne? Ich hatte da auch wirklich Riesenspaß beim Design mit diesem Papier. Das hat mir echt richtig Freude gemacht. Ne? Ja. Hammergeil. Gut, dann habe ich ausgedruckt noch etwas, woraus ich dann die Taschen machen kann. Und zwar, jetzt muss ich gerade hier rübergreifen, ich hatte das hier an die Seite gelegt und weil das sich so ein bisschen nach außen wölbt, hatte ich da was Schweres draufgelegt. Da muss ich erstmal drankommen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ist denn jetzt das Papier? Nee, das war was anderes. Daraus wollte ich Journaling-Cards machen dann irgendwann. Da ist es. Ja. Und zwar dieses Exemplar hier. Daraus wollte ich dann hier so Taschen machen. Und also Pockets. Über Pockets werden wir übrigens dann im weiteren Verlauf, wenn ich die Signatur auch hierfür fertig habe, reden. Ich werde also jedes Thema so ein bisschen für sich angehen und das nachher dann auch anfangen zu mischen, weil sich ja auch vieles vermischt. So, als allererstes werde ich jetzt mir das hier auch zurechtschneiden. Und ich habe gerade so gedacht, da ich ja sowieso schon einmal stoppen musste, werde ich dieses Video sowieso zuschneiden müssen, das heißt also zusammenfügen müssen und es wird eh dauern. Und dann kann ich jetzt auch gleich noch eine kleine Nähpause einlegen und fertig nähen, was ich vorhab. Und deswegen machen wir das jetzt so, dass das nachher so aussieht wie das andere Büchlein, was ich dir gezeigt habe, nämlich mit der Spitze noch dran. So. Du kannst im Übrigen auch, also du musst nicht unbedingt nähen, du kannst das auch festkleben.
Das hatte ich ja schon beim Softcover gemacht. Da haben wir ja ein bisschen Spitze auch geklebt, so nach außen. Ich kann dir das ja einmal gerade zeigen, falls du das Video nicht kennst. Moment. Und zwar so. Ja, also da haben wir Spitze gemacht hier auch. Das haben wir aber reingeklebt, ne? Hier drunter. Und bei diesem hier möchte ich es dann doch gerne festnähen. So, jetzt muss ich gerade einmal gucken nach der Höhe. Die passte ja eigentlich, ne? Ja. Ja, ich denke, das wird okay. Vielleicht so ein Millimeter, weil hier ist noch ein bisschen was von dem Weißen. Jetzt muss ich gucken, ob die Maschine mir das auch tatsächlich dann abschneidet, wenn ich das so minimal machen möchte. Hier so ganz mini, mini bisschen. Ja, gerade so. Genau. Ganz mini, minimal. Und auf der anderen Seite auch. Da habe ich mich auch so, ich bin ein bisschen verrutscht. Da ist nicht das ganze Weiße ab. So, jetzt aber. So, wunderbar. Okay. So, jetzt muss ich einmal gucken, wie breit ich denn die Taschen haben möchte. Ich habe überlegt, das wird zu viel. Gerne ein bisschen weniger, aber ich möchte die Blume komplett. Das heißt, ich werde hier dieses Stück als Tasche rausschneiden. Und dann habe ich hier noch so ein bisschen was übrig, aber das ist nicht schlimm. Das wird dann auch weiterverwertet. Und ich gucke gerade einmal, wo ich das denn hier passend abschneide. Ich denke mal, hier bevor die Rose beginnt, werde ich das so machen. Dann habe ich auf beiden Seiten halt nur die Anemonen mit den, ja, ich will mal sagen, Astern würde ich das jetzt sagen, sind das. Sicher bin ich mir da nicht. Das sind teilweise male ich ja auch viele Fantasieblumen, ohne dass die wirklich in der Realität so vorkommen. Und hier gucke ich einfach, was habe ich hier? 5 cm ist auch eine gute Länge. Dann mache ich hier das komplett auf 5 cm. Dann weiß ich das jetzt für die andere Seite auch. So, das heißt auch, ich schneide mir das auch für die hintere Seite dann einmal ab, hier bei der Rose. Da habe ich jetzt natürlich nicht drauf geachtet, wie viel das war. Ich sag mal 3,5 ungefähr wird das gewesen sein. So, dann habe ich hier die beiden Sachen. Und dann mache ich das hier auch bei 5. So. Und dann ist das beides fein. Dann habe ich das einmal vorne und einmal hinten. Und den Rest, den werde ich natürlich auch noch verbasteln. Also Reste schön sammeln. Das werde ich noch verbasteln. So. Okidoki. So. Und jetzt muss ich einmal gucken. Ich denke, das kommt hier hin und das kommt da hin. Und dann habe ich hier so zwei Innentäschchen, wo noch nachher Tags rein können, weil ich möchte das natürlich auch füllen, ne? Wir werden ja beide Journals, das eine werden wir füllen und dieses hier werden wir auch füllen. Ich werde mich bei dem anderen ein bisschen mehr an so Junk halten und hier ein bisschen mehr nach Scrapbook-Papier. Also ich möchte dir ja beide Möglichkeiten zeigen und du kannst natürlich auch kombinieren. Klar, mache ich auch, ne? Altes mit Neuem. Das andere, da möchte ich schon mal gucken, dass ich da vielleicht wirklich nur so gebrauchte Sachen, maximal vielleicht meine eigenen Designpapiere, die ich mir hier so ausdrucke oder halt alte Drucke, die nichts geworden sind, dass ich die dann halt verbrauche. Weil ich habe unheimlich viele Ausdrucke, die ja fehlgedruckt sind, wo vielleicht eine Ecke verschmiert ist oder sowas. Also ich hatte auch Probleme mit meinem Drucker zwischendurch. Deswegen, und das Papier möchte natürlich auch irgendwie verdruckt werden. Oder wo ich mal wieder verkehrt gedruckt habe, Vorder- und Hinterseite sind dann spiegelverkehrt, also beziehungsweise kopfverkehrt. All solche Dinge. So, also ich sage jetzt einmal kurz Päuschen und ich gehe das jetzt einmal fertig nähen. Nein, Moment, ich zeige dir erstmal, wie ich das da dran bastel. Nähe ich das wirklich? Ich habe nämlich gerade noch so eine Idee gehabt. Man könnte auch ganz normal hier, es gibt ja diese Klettdinger, es gibt ja diese, die auch selbstklebend sind, die man dann hier einfach so an die Ecke machen kann. Das ist auch schön, kannst du auch machen. Aber nee, doch, ich werde nähen. Ich habe Bock zu nähen. So, und ich werde da dran nähen, glaube ich, diese feine Spitze. Die finde ich richtig passend. Und die passt auch hier zu dieser Spitze hier, die auf dem Papier, auf dem Designpapier mit ist. Auch die Farbe gefällt mir ganz gut. Eine rein weiße möchte ich da jetzt eigentlich nicht. Und rosa. Nee, das ist mir ein bisschen zu hell. Nee, machen wir so. Also, das heißt, ich werde jetzt hier einmal die Spitze passend mir so abmessen. Und ich werde sie drüber machen. Nicht drunter verstecken, sondern richtig schön drüber. So ein bisschen shabby chic. Ich weiß bis heute nicht, was shabby chic heißt, aber ich sehe das oft mit so Vintage und Blumen und Spitze. Deswegen nenne ich das jetzt einfach so. Ich denke, das wird auch richtig sein. Shabby ist wahrscheinlich so dreckiges, schickes oder so. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Ich werde es mal googeln. Vielleicht weiß es auch einer von euch, dann kann das mir direkt in den Kommentaren mal reinschreiben.
dann spare ich mir das. Ich muss vielleicht sowieso mal ein bisschen googeln. Ich will ja schließlich hier Basic-Videos drehen, dass ich dir auch, wenn ich Begriffe erkläre, dass ich dir dann auch erklären kann, worüber die Leute reden, wenn sie reden von Steampunk oder von Grungy oder so ein Krimskrams. Gibt ja wirklich so viele verschiedene Begriffe. Ich denke, ich werde das doch mal selber googeln und dann werde ich auch dazu dann in einem Begriffserklärvideo werde ich dir dann alles nochmal ganz in Ruhe erklären, was denn was eigentlich bedeuten soll. Und vielleicht finde ich so heraus, wieso etwas so ist, wie es ist. So. Okay, also ich werde jetzt hier diese Spitze dran nähen und dann kommt das dann auch schon hier mit in den, wer ist es denn? In das Journal. Also, bis gleich. Fertig ist das Genähte. Und ich habe diesmal eine neue Naht probiert, und zwar so eine schicke dekorative. Die finde ich richtig toll. Und ich habe auch das dunkle Band drin gelassen, damit man das überhaupt auch sieht, dass das so eine schöne Naht ist. Ich hatte am Anfang mal immer das passend gemacht, so farbig. Aber ich habe festgestellt, das sieht man dann gar nicht so schön. Und dann geht dieser ganze Effekt irgendwie verloren. Und deswegen mache ich das jetzt so, dass ich einfach das Band, was da gerade drin ist, egal ob es jetzt farblich passt oder nicht, einfach mal mache. Also ich würde jetzt kein Quietschgrün oder sowas da reintun, aber dieses Dunkelblau, das ist eigentlich ganz schön. Ich finde, das kommt ja auch hier ein bisschen vor in diesen kleinen Astern. Und von daher ist das alles schick. So, dann wollte halt einmal das hier. Klebt dann den Finger fest. So, und um die diese Taschen festzukleben, nehme ich auch gerne Kleber, der nicht so feucht ist, sondern ein bisschen fester, also ein bisschen dickflüssiger, damit ich das hier ein bisschen präziser an die Kanten tun kann. Ich habe auch hier so ein Fläschchen, das sind solche kleinen Fläschchen, da habe ich mir auch Tacky-Glue reingemacht und einen Tucken verdünnt, so für ganz kleine Sachen auch, ne? Das ist auch ganz praktisch. Aber für diese Taschen habe ich jetzt so ganz gute Erfahrungen gemacht, dass das so ganz gut geht. Deswegen mache ich das jetzt auch damit weiter. So, zack. Und kommt das hier schön an die Ecke. So. Perfekt. Was du auch machen kannst, dafür sind auch immer diese Krebschen ganz gut, diese Clips, dass du dir das einfach, damit es schön trocknet, dass du dir das dann einfach hier festmachst, ne, dass da nichts verrutscht. Weil am Anfang ist ja der Kleber doch noch so ein bisschen rutschig. Also da verrutscht dann dieses ganze Geklebte manchmal. Deswegen ist das eigentlich gar nicht so schlecht. So. So, dann einmal noch die Kante. Ja, ich finde es ganz gut, dass ich mich dafür entschieden habe, natürlich voll reingepackt. Das hier so zu machen. Und was auch ganz toll ist, ich überlege gerade, ob ich das hier auch mache, sind Buchecken. Das wären jetzt aber natürlich auch gekaufte Sachen, also die kann man kaufen. Ich kaufe meine bei Ines im Shop. Da kriegt man dann, ich glaube, es sind 4er-Päckchen, die man da bekommt. Oder zwei, nee, 4er-Päckchen sind das, glaube ich, immer, die man dann bekommt. Und ich kann die euch ja einmal zeigen. Das sind einmal so große. Das ist aber natürlich hier für dieses Buch viel zu groß. Und das sind so kleine Buchecken. Und die kann man dann, ich kann es euch ja mal zeigen, dann hier so drüber machen. Ne? Und am besten, wenn man da so einen Tucken Kleber reinmacht und dann so ein bisschen mit der Zange zusammendrückt, ne, dass die auch gut halten. Und ich glaube, ich habe mich jetzt gerade spontan entschieden, definitiv 4 Stück. Ich muss die auch mal verbasteln, ne? Ich will ja schließlich wieder neue bestellen. So ist das ein Geben und Nehmen hier. Ja, meine Kaufsucht rede ich mir auch immer schön. Nein, aber es ist wirklich so, man muss es auch verbasteln. Also, ne? Das soll ja auch mal sein. Und warum sollte dieses Buch nicht auch ein bisschen aufwendiger sein? Ja, wir machen ein leichtes Buch und ein aufwendiges Buch. Guck, so werde ich diese Serie also fortführen. Das hatte ich natürlich schon von Anfang an so geplant. Möglich, kann sein, kann auch nicht sein. Ist egal. Wie gesagt, ich bin da sehr flexibel. So, jetzt muss ich aber noch ein Käffchen trinken.
Und das Ding hier mit dem Kleber, das habe ich letztens in irgendeinem Video gesehen, wie einer das festgeklebt hat, die Dinger. Und habe ich noch so gedacht, keine schlechte Idee, werde ich jetzt auch demnächst so machen und mache ich jetzt auch mal heute. Weil bis jetzt habe ich es immer so gemacht, dass ich die nur dran gemacht habe und dann mit einer Zange quasi richtig so festgedrückt habe. Aber auch dann fallen die ab, wenn du irgendwo hängen bleibst, fallen die ab. Deswegen ist, glaube ich, tatsächlich, wenn man so ein bisschen Kleber mitnimmt, ist das nicht die schlechteste Idee. Also einfach so in diese Kante rein, dann drüber setzen, gucken, dass man auch alles mitnimmt von dem Papier, ne? Dass man nicht da an der Ecke hängen bleibt. So, dass man vorne, hinten alles gut eingepackt hat. Und dann kann man das hier einmal so tatsächlich mit so einer feinen Zange dann einmal platt drücken, so ein bisschen. Ne? Ja. Das quetscht sich dann so ein bisschen. Je nachdem auch, wie dick diese Buchdinger sind. Ne? So, jetzt ist das hier einmal geklebt und gequetscht. Damit dürfte also nichts mehr passieren. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss zu so einem Buch. Man könnte auch selber sich Papierecken bauen, aber dazu kommen wir dann irgendwann im Laufe der Basic-Reihe. Für wie verschönere ich mein Journal zum Beispiel. So, eine schöne Überschrift. Ich gerade mal gucken, ob man das irgendwie so zusammenpacken kann. Bäume quetschen. Weil ich quetsche das immer so gerne so ein bisschen auseinander. Dieses Metall, das verbiegt sich dann immer so. So, aber ich glaube, das ist ja wirklich der Vorteil hier mit dem Kleber. Das ist eine echt gute Idee. So. Ich möchte mich an dieser Stelle mal bedanken für die vielen Kommentare, die ihr schreibt. Also ich bin immer wieder ganz fasziniert, wie viele Kommentare zu so einem Video dann mal so reintrudeln. Und noch ist es in einem Rahmen, wo ich auch wirklich auch antworten kann. Deswegen, ich gebe mir auch Mühe, jedes Kommentar wirklich irgendwie dann auch, wie ich Zeit habe, dann auch zu beantworten. Und zwar auch so schnell wie möglich und nicht erst irgendwie nach 3 Wochen. Aber es ist immer total schön, in so einem Austausch zu sein, zu gucken, kommt ein Video gut bei euch an? Mögt ihr das überhaupt? Soll der Content in diese Richtung weitergehen oder nicht? Das ist für mich echt Gold wert. Und denke ich am Ende auch für euch. Da mache ich zumindest etwas, was ihr auch gerne guckt und nicht irgendwelchen Bullshit. So. So. Okay. Dann hier noch ein bisschen. Und da noch ein bisschen. So. Ja, damit sieht das doch schon. Hui, 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 ist so schön. I'm very happy about this. So. Also, dieses Cover kann dann so vor sich hin trocknen. Und beim nächsten Video machen wir dann die Signaturen mit einer offenen Bindung. Und da du ja jetzt schon quasi ein Cover-Spezi bist, werde ich dir auch gleich zeigen, wie du zum Beispiel Perlen oder sowas mit einarbeitest oder kleine, wie nennt sich das, so kleine Anhänger oder sowas, ja? Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und bis dahin eine schöne Zeit. Ciao!